Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2 Part Nummer 25. Wir haben in der letzten Folge die Aufgabe bekommen, neun Leutnants umzubringen. Und das dürfte durchaus schwierig werden, denn wir werden überall gesucht. Einem unserer geschätzten Mitglieder. Nee, Quatsch, wir werden nicht gesucht. Was erzähle ich da für Quatsch? Oh. Da darf ich nicht hin, sagt er. Ist aber schade. Machen wir uns halt einen anderen Weg frei. Nein! Ach man, ihr seid doch Kacke. Das ist natürlich jetzt mal richtig nice gemacht von mir. Weil ich mal einfach fett in der Menge jetzt stehe von den ganzen Leuten. Wisst ihr, was heißt? Von den bösen Menschen, sag ich mal, von den ganzen Mongos, von dem. Na, wisst ihr was? Einfach mal hoch hier. Sicher ist sicher. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, hier mir die ganze Zeit die Gegner da alle wegzuholen. Mann! Ezio, springst du bitte hoch. So. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Stillleben! Attentat auf verblendenden Künstler. Mann, das ist ein schweres Wort. Ja, ich bin noch nicht ganz wach heute. Lehm ist noch ein bisschen kaputt. Wo ist denn der Typ, den wir umbringen müssen? Nice! Was? Ich werde gereinigt? Da sehe ich aber nichts von. Mann! Ihr scheiß Idioten! Nummer 1 haben wir erstmal umgenatzt. Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Nee. Eurer Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Ja, komm. Ihr braucht mich ja nicht hauen, weil ich will jetzt nur anonym werden. Komm, Freundchen. Mörder. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, gut, dass du dich nicht mehr siehst. Das soll es auch sein. Ah, ich hau doch schon ab, Mensch. Jetzt will ich hier. So.
schauen, welcher jetzt hier am nächsten ist. Der hier wäre das so. Mann, hoch mit dir. Wir wollen nicht unten auf der Straße rumlaufen. Die mögen uns ja sowieso nicht auf der Straße, die Leute. Sind alle böse auf uns. Volks von Florenz, kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Na, du bist mir auch so fleht um die Gnade Gottes. Du bist so korrupt, Digga. Als ob die Welt im 14. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert untergegangen ist uns. Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Oh oh. Ey, hallo, warum seid ihr so schnell? Mann! Hört ihr bitte auf, mich zu hauen! Alter! Ich meine es ernst! Jetzt stirbst du. Zack. Schmoren der Hölle, du blöder Priester. Er scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Okay, Pacha ist scheinbar Frieden. Würde ich jetzt mal einfach so. Achso, jetzt wird wahrscheinlich wieder mit irgendwas geschmissen auf mich, dass ich hier wieder runterfalle, wa? Oder auch nicht. Hey, runter hier! Ekolo, packt ihn! Ein! Scheiße! Komm. Haut ab. Danke. Aber wie man sieht, hier die ganzen Quests in Florenz, die sind größtenteils einfach nur quasi 9 davon, dass wir die ganzen Eierköpfe hier von Savorola umbringen, die Leute nannte. Wir sind ja ein Freund der Mädchen, also sozusagen wird uns in Florenz sowieso nichts passieren. Non si passa! Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Aha, und wer bist du? Ponte Vecchio. Ah nee, so heißt die Brücke. Euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun, Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung! Warum aufleben? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind geschworen, um euch selbst mit Leid zu vergehen. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Last auf Frieden. Mann, stirb! Und
Was? Achso, ich hab ihn runtergeschmissen. Gut, da ist er tot. Sauber. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. So. Komm, werd anonym. Werd anonym. Werd anonym, Ezio. Na, endlich. So, nächste Person, die umgebracht werden möchte. Wo seid ihr? Da ist einer. Ihr wollt es direkt dem in der Stadt vor. Das ist Sperrgebiet. Ist doch ja nicht Sperrgebiet, Mensch, hier ist da keiner. Wenn wir jetzt hier quasi hochgehen, können wir da eigentlich auch einen anderen Teil machen? Nö. Das bleibt quasi der eine. Cool. Es beginnt. Die Revolution. Vive la Resistance. So. Ach, hier kommen wir gar nicht lang, sagst du? Doch. Komm, mach hinne. Hier auf dem Platz, mal schauen, wo sich der nächste befindet. Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Mhm. Sterbes... Was? Sterbesakramente, ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Ja, können wir machen. Sollte nicht zu schwer sein. Ich weiß, wo der sitzt. Noch ein Söldner? Was macht er da? Ich kenne ihn. Er ist hier, du gehörst mir! Schneller! Komischer Mann. Lalala. Eccolo! Stronzi! Stronzi! Was, Notti, Notti? Lass mich bitte in Ruhe. Eck hier. Wir sind irgendwo hoch. Was? Entdeckt? Wie bin ich entdeckt worden? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir entdeckt worden sind? Das verstehe ich gerade nicht so wirklich.